So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout 76. So, jetzt sind wir in dem Bunker hier. Also, let's go. Wo habe ich die zugemacht? Keine Ahnung. Lager an der Wand. Noch mehr Kakerlaken, glaube ich, hinter der Wand. Hinter der Tür, meine ich. Oh. Der Griechen gehört. Ich hab's Griechen gehört. Wo seid ihr? Ach, da oben. Hat denn der Salzstreuer eigentlich in sich? Ich muss mal gucken. Salz, also S. Salzstreuer, wo ist denn? Was hat denn der Salzstreuer drin? Ach, Plastik hat der. Okay. Also, ihr Lieben, ich habe Plastik markiert. Ja. Einfach nehmen wir mit. Nix. Ein Rezept. Was für ein Ding? Süßer. Laborator. Ist der jetzt? Hier gibt es Laborator. Hier. Hallo? Ein Holoband. Moment, wir looten erstmal alles. Gucken wir uns das Holoband an. Hören wir uns an. Moment. Das ist noch ein Holoband. Okay. So, eigentlich sind wir durch mit Looten, ja. Da hören wir uns. Warte mal. Sind wir noch. Halt. So. Läuft die Aufnahme? Guck noch mal nach. Schon gut, Eddie. Die Aufnahme läuft, Herrgott. Okay, Madigan. Willst du uns vielleicht erklären, warum du an unserem Zeug rumgebastelt hast? Hey, ihr Leute versteckt euch immer in euren Bunkern. Irgendwie musste ich doch eure Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Und überhaupt, so eine schräge Vorrichtung? Natürlich wollte ich herausfinden, wie das Ding funktioniert. Dann kamt ihr voll bewaffnet und kampfbereit rausgestürmt, also nehme ich an, es ist ziemlich wichtig. Was du da fast zerstört hast, ist ein Brandbestienköder. Es ist unsere beste Verteidigung gegen die Monster. Wie bitte? Ihr lockt diese Dinger absichtlich an? Die Freien Staaten haben echt Mumm. Selbst mit Truppen wie euren sind die Viecher eine ziemliche Herausforderung. Es lockt sie nicht nur an. Wir sind in einem der alten Außenposten der Bruderschaft auf Forschung und Technologie gestoßen. Ella hat herausgefunden, dass wir Brandbestien lange genug desorientieren können, um sie zu erlegen, wenn wir sie mit einer bestimmten Frequenz bestrahlen. Nirash und Abby haben sich die Technologie vorgenommen. Wir haben sie getestet. Und es funktioniert. Das könnte einiges ändern, Raleigh. Wenn das die Wahrheit ist. Es ist wahr, Hank. Und das System wäre schon bereit, wenn wir nicht mit den Raiders... Hey, wenn die Sache wirklich so wichtig ist, können die Feuerteufel sich um die Raider kümmern. Aber erst will ich wissen, wie dieses System funktioniert und es in Aktion erleben. Wenn du glaubst, dass wir unsere Arbeit einfach so an ein ehemaliges Mitglied der Bruderschaft vergeben, hast du dich geirrt. Wenn du herausfinden willst, wie das System funktioniert,
Musst du dich erstmal beweisen. Wir sind noch viele Holobänder. Aber ich würde sagen, wir hören uns erst das da vorne an. Dann gehen wir nochmal zurück und hören uns das hier an. Ich habe das Gefühl, wir sind ohne Unterbrechung unterwegs. Vorräte sammeln, rausgehen, Prügel einstecken, etwas aufstellen, noch mehr Prügel einstecken, zurückkommen, uns erholen. Und wieder von vorn. An den meisten Tagen bin ich mir nicht mal sicher, wie wir so lange überlebt haben. Wir arbeiten jetzt schon so lange an diesem Aufspürsystem, dass ich das Gefühl bekomme, es wird nie fertig. Detektoren, Köder, Verbindungsgeräte. Ich bin langsam so weit, dass ich lieber draufgehen würde, als mich zu noch einem Sendeturm zu schleppen. Aber Raleigh und Neeraj glauben, dass es sich lohnt. Und ich glaube ihnen. Die Verbrannten sind echt widerliche Viecher. Und wenn ich eine Möglichkeit hätte, Leute vor ihnen zu warnen, oder besser noch, eine Brandbestie zu erlegen. Verdammt nochmal, ja, das ist es wert. Okay, Moment. Wo war jetzt das andere Holoband da hinten? Es sind 2 Wochen vergangen, seit ich Trish und Marty verloren habe. 2 Wochen, seitdem wir Harpers an diese Dinger, diese Verbrannten und diesen Albtraum verloren haben. 2 Wochen lang habe ich mich für Mike und Megan und all die anderen zusammengerissen. Sam, wo zum Teufel bist du? Ich könnte jetzt wirklich meinen besten Freund gebrauchen. Das war unsere Sache, weißt du? Wir haben uns das zusammen vorgenommen. Dann ging es bei dir mit den Geheimnissen los, dem Verschwinden. Du hast Emily praktisch rausgeworfen. Und jetzt soll ich der Nächste sein? Ich war über 40 Jahre lang dein bester Kumpel. Ich hatte darauf vertraut, dass du mir beistehst. Wenn du wenigstens so tun würdest, als würde dir jemand etwas bedeuten, hättest du mir helfen können. Vielleicht hätte ich mich nie entschlossen, Harpers Ferry wieder aufzubauen. Vielleicht wäre die Hälfte meiner Familie noch am Leben. Ach, jetzt habe ich den Bauplan. Ach, ja gut, ich habe den Bauplan gefunden hier für die Darmholzrüstung. Mehr, glaube ich. Holobänder waren es jetzt nicht, die ich gesehen habe. Können wir hier noch ein bisschen rumlooten, dann gehen wir zurück zur ersten Aufgabe. Ich würde bloß noch ein bisschen looten. Dann können wir auch gleich zerlegen, die Sache. So viel Material. Mein Gott. So. Zum Glück können wir jetzt so viel sammeln, ey. Hinter der Welt. Fleisch bräuchte ich eigentlich gar nicht. Ach nö. Ja, das sammeln wir ja.
Noch so eine Heizspule gefunden. Ach, ich will eigentlich. Wir sind ja eh mal hier sofort. Sind wir jetzt kreisgelaufen? Ja. Aha. So, gehen wir erstmal hier hin. Also hier sind wir jetzt fertig, oder was? So wie es aussieht, ne? Ja. Ich glaube, hier sind wir fertig. Ja. Gut. Oder eine Bastelwerkbank. Das macht doch nicht. Herstellen. Schrot herstellen. So. Aber jetzt hauptsächlich Schrot benutzen. So. Gut. Wo müssen wir denn dahin? Am Punkt, ne? Ja, ich würde den gerne. Ja, das war schon richtig. Ja, so. So, wo ist jetzt der Bunker? Ah, da kann man auch noch was entdecken. Deckt man das schnell? Komm schon. Das ist der Bunker. Oh oh. Supermutanten. Will aber erstmal das da hinten entdecken schnell. Naja, ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich will bloß das da schnell entdecken. Wenn wir schon immer hier sind. Wow. Wow. Warum? Oh nein. Jetzt hänge ich nicht fest, oder? Ich hänge fest. Bin mal frei. Ich hänge fest. Ich hing fest. Heißt, Power-Rüstung anziehen. Ach Mensch, ich drücke mal die falsche Taste. Kann ich nämlich schnell da runterspringen, da können wir das nämlich noch schnell entdecken. Das zeigt schon groß an. Wo war das jetzt? Hä? Was denn jetzt? Jetzt wird es nicht mehr angezeigt. Hä? Ich bin doch hier hinten. Ach doch, da. Aber warum wird das mit der Power-Rüstung so schlecht angezeigt? Fehlt man da irgendwie ein Sensor oder sowas? Normalen Rüstung habe ich das
Gibt's da keine Wahrnehmung bei der Backerrüstung? Jetzt haben wir's. Munition Depot. Oh. Nee, ich will das auch. Nee, ich mach das. Aber Munition hört sich gut an. Ist das eigentlich rot? Ja. Na gut. Müssen wir uns merken. Wo ist es denn? Da müssen wir mal gucken. Da. Finden wir schon wieder. Ich will ja eigentlich erstmal die Quests fertig machen. Oder zumindest so weit fertig machen, wie es geht. Aber Munitionsdepot, ja, das hört sich schon mal gut an. Könnten wir eigentlich auch mal einen Angriff. So. Power-Rüstung lass mal an, weil ich habe, das sind glaube ich Super-Mutanten. Ich weiß, Lorel. Ja, genau. Noch welche. Ein Auto! Ist ja ganz schön was los. Ganz schön hier Ball hier. Au. Das eben noch mit der Gatling Gun. Hatte eh. Minigun meine ich. Bei uns macht die nicht so viel Schaden. Bei uns macht die nicht so viel Schaden. Ich treff den nicht. Hab ich den jetzt nicht? Weil nicht, bei uns macht die nicht so viel Schaden wie bei denen, ey. Ehrlich. Ich hab doch nur. Och, echt jetzt? Jetzt rennt er uns so runter. Lass mich doch mal gucken. Ich habe doch Nuka-Colas gehabt. Ja. Genau. Wahnsinn. Hat noch nicht gereicht. Ich brauche was mit GP. Ich will jetzt nicht meine Hansen. Kriegt mir Wasser, aber keine EP. Wenn wir so eine Minigun haben, die macht nicht so viel Schaden. Wie bei denen. Und ich treffe von hier nicht. Nein. Welches Level haben die überhaupt? Oder welche Stufe? Das kann nicht sein, oder? Der macht übel Schaden, ey. Thank you.
endlich. Meine Güte. Ja, aber also, wenn wir die Gatling Gun haben, die Minigun haben, meine ich auch. Das ist noch eher. Da machen wir nicht so viel Schaden. Endlich. Endlich. Aber es ist aber wirklich so, wenn wir die Minigun haben, machen wir überhaupt nicht so viel Schaden. Wir brauchen Unmens Munition. Und die. Ja. Wahnsinn. Finde ich echt cool, eigentlich. Oh, die hat ein Plus. Na ja, gut. Bevor wir hier drinnen looten. Geht man auch schon mal hoch. Ah, Geschütze wird natürlich leer, wie immer. Wir sind schon mal am Ende der Folge, ey. Das ist der Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. So. Wir looten das aber noch hier drinnen, würde ich sagen. Da müssen wir eh hin. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Wir looten erstmal hier drin. Oh, wo? Wo denn? Achso, Wanderer! Oh Gottchen. Alles schon tot. Ich hab's alle geschafft. Huhu, erst mal. Hallo. Was machst du da? Ich mache meine Questen. Ich habe auch schon gerade irgendwie rumgeeiert. Ach, die waren hart, ey. Ich habe gerade jetzt gerade, ich nehme ja gerade auf und ja. Ich habe gerade erzählt, wenn wir mit der Minigun rumrennen, ne? Ja. Machen wir nicht so viel Schaden wie zwei Mutanten mit einer Minigun. Oh, die haben mich. Die haben mich fast platt gemacht. Waren hier Mutanten, ne? Na hier. Also ich weiß nicht, ob die siehst hier am Eingang liegen zwei Stück. Ja, ja. Und, ich hab schon gesehen. Und die hatten Miniguns, die hätten mich fast platt gemacht. Ich war da oben, ein Stück weiter oben, da hat es auch so gerumst. Da war bei diesem Atlas-Dings da, ne? Mhm. Und der hatte, das war so ein, dieser große Bot. Und der hat mit Granaten geschossen. Boah. Das war wohl heftig, du. Ne, das war jetzt. Ich hab gedacht, wo kommt die Scheiße her? Hab ich noch gedacht, wer schießt denn hier auf mich? Das war jetzt. Da war das der Bot. Aber jo, Supermutanten mit Miniguns. Oh Gott. Ja, die sind auch echt heftig. Wenn wir die Minigun in der Hand haben, wir brauchen Unmens Munition und machen keinen Schaden. Ja,
Warst du schon auf dem Dach? Ja, war ich. Oder kommt man da nicht hoch? An der Seite. Genau. Gut, ihr Lieben, somit beende ich erstmal die Folge. Wir sind ja schon wieder am Ende der Folge. Schon wieder bei 25 Minuten. Und ich würde sagen, ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen hoch. Mega Daumen für euch, meine ich. Und tschüss.